Es wurde aber auch endlich mal Zeit, dass Rocket eine Wireless-Gaming-Tastatur auf den Markt bringt. Das haben sie mit der Vulcan 2 gemacht. Das hier ist die Vulcan 2 Mini Air. Ob die genau richtige Wahl ist für euer Wireless-Setup, das zeige ich euch jetzt im Video. Im Lieferumfang enthalten ist die Tastatur mit dem Dongle im Gehäuse versteckt. Den braucht ihr, um die Tastatur wireless am PC zu verwenden. Dazu gibt es noch ein USB auf USB-C Ladekabel, was auch dazu genutzt werden kann, die Tastatur im Kabelbetrieb zu verwenden, und ein Quick-Starter-Guide ist auch noch mit dabei. Das Design ist Vulcan-typisch, runde Ecken, sandgestrahltes Aluminium-Top und sehr helle RGB-Beleuchtung. Die Tastatur gibt es sowohl in Schwarz als auch in Weiß. Die LEDs sind mit die hellsten bei aktuellen Gaming-Tastaturen und natürlich ein großes Verkaufsargument für Rocket. Die Tastatur hat einen 65% Formfaktor. Das bedeutet, dass viele Funktionen als Zweitfunktion auf andere Tasten gelegt werden müssen, und das hat Rocket sehr gut umgesetzt. Die Zweitfunktionen sind alle beleuchtet und so muss man nicht im Dunkeln nach den Tasten suchen. Was ich persönlich auch ganz cool finde, ist die Doppel-LED unter den Tasten. So kann man zum Beispiel mit der FN-Taste sehen, welche Batteriestand eure anderen Rocket-Produkte haben. Die Abmessungen der Tastatur betragen 325 mm in der Länge, 124 mm in der Breite und 33 mm in der Höhe. Mit 578 Gramm ist die Tastatur angenehm leicht, verrutscht auch nicht beim Zocken, denn auf der Unterseite ist sie ausreichend gummiert, und das finde ich richtig stark. Was mir aber bei der Vulcan-Reihe sauer aufstößt, sind die ABS-Keycaps. Diese sind in der Vergangenheit nicht allzu positiv bei den Vulcan-Tastaturen aufgefallen, Stichwort Farbe abblättern und so weiter, aber an sich tippen sie sich echt gut. Was mir aber fehlt, ist die Struktur der PBT-Keycaps. Da hat sich Rocket aber auch was überlegt. Die Keycaps haben eine Kreuzhalterung und somit könnt ihr auch andere Keycaps verwenden und euch die Tastatur nach euren Vorstellungen anpassen. Die verbauten Switches sind die Titan Optical 2 Switches, in meinen Augen mit einer der besten auf dem Markt. Durch die Lichtschranke hat man wesentlich akkuratere und zuverlässige Eingaben, und auch die Lebensdauer der Switches steigt damit enorm an. Viele mechanische Switches halten 50 bis 100 Millionen Klicks, wohingegen diese hier 150 Millionen Klicks aushalten. Und ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Soundtest. Neben der Wireless-Verbindung kann man auch drei verschiedene Bluetooth-Geräte verbinden, und das hat erstaunlich gut und schnell funktioniert. Dazu müsst ihr nur die FN-Taste und entweder Z, U oder I drücken. Auch die Stabilität der Verbindung hat mir sehr gut gefallen. Weder bei Wireless noch bei Bluetooth hatte ich Abbrüche. Das Ganze habe ich sowohl mit dem Dongle vorn als auch unter dem Tisch hinten getestet. Die Akkulaufzeit beläuft sich mit Beleuchtung auf ca. 90 Stunden und ohne Beleuchtung sogar 750 Stunden. Aber ich kaufe mir keine RGB-beleuchtete Tastatur, um sie dann nicht leuchten zu lassen. Deswegen beeinflusst das natürlich auch die Akkuleistung. Aber so nach 4 bis 5 Tagen nach intensiver Nutzung, ohne die Tastatur auszuschalten, musste ich wieder laden. Und das hat mich positiv überzeugt. In der Rocket Swarm Software kann man auch noch einige Dinge extra einstellen, und die zeige ich euch jetzt mal. In der Rocket Swarm Software sehen wir hier eine kleine Übersicht mit dem Akkustand. Können über allgemeine Funktionen nochmal einen Standby-Modus einstellen. Das affektiert natürlich komplett eure Batterieleistung. Könnt ihr euch natürlich dann so einstellen, wie es euch passt. Signalstärke ist bei mir gut. Ich habe aktuell den Dongle vorn am PC-Gehäuse, der neben dem Tisch steht. Von daher völlig ausreichend. Ich hatte jetzt keine Ausfälle bisher. Über Tastenkonfiguration habt ihr natürlich die Möglichkeit, jede einzelne Taste neu zu belegen, mit Funktionen zusätzlich zu belegen über die Hypershift-Funktion. Bedeutet, wenn ihr die Hypershift-Taste drückt, dass dann Zweit- oder Drittfunktion dann auf der Taste liegt. Das ist ganz interessant, wenn ihr zum Beispiel Makros verwenden wollt oder für verschiedene Spiele mehrere Funktionen auf einer Taste braucht. Tastenbeleuchtung ist natürlich auch immer sehr interessant. Ich habe hier AMO immer eingestellt, das intelligente Beleuchtungssystem von Rocket. Wenn ihr jetzt eine Taste drückt, ist es sehr intuitiv und sehr reaktiv. Es verändert sich halt immer stetig, und das finde ich ganz cool. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, die klassischen Sachen wie zum Beispiel Welle einzustellen und Co. Unter Benutzer definiert könnt ihr dann auch noch einzelne Tasten beleuchten. Also das funktioniert auch. Mehr ist es im Prinzip nicht. Brauche ich persönlich auch nicht. Ganz cool ist halt, wie gesagt, die ganzen Funktionen, um die Tasten neu zu belegen.
Also Rocket Swarm ist wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen. Ja, die Rocket Vulcan 2 Mini Air kostet UVP 179,99, ist nicht gerade wenig, aber wenn man mal bedenkt, dass man die verschiedenen Verbindungsoptionen hat über Wireless und Bluetooth, dass die Keycaps tauschbar sind und natürlich das Rocket Ecosystem genutzt werden kann, also mit anderen Rocket Produkten verbunden werden kann, Hypershift etc., Beleuchtung synchronisieren und so weiter, ist das schon eine ganz coole Geschichte und für eine allererste Wireless-Tastatur von Rocket wirklich eine Ansage. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu der Tastatur in die Kommentare schreiben. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like und ein Abo da, damit ihr keine weiteren Reviews mehr verpasst. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten. Bis dahin, macht's gut und tschüss.